Ach, hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute haben wir so eine, ja, Asia-Pfanne, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber in einem Dutch Oven gemacht. Und wenn ihr sehen wollt, ob das was geworden ist oder nicht, dann bleibt einfach dran. Ja, was brauchen wir heute alles für unser Gericht? Fang mal an. Hier habe ich ungefähr 50 Gramm schon eingeweichte Shiitake-Pilze, die waren getrocknet, eine Stunde im Wasser, dann abgießen. Ungefähr ja, 100 bis 250 Gramm Asia-Nudeln, die man auch einfach in heißem Wasser 5 Minuten quellen lässt, Salz, Pfeffer, Teriyaki-Soße, dann die selbstgemachte Chili-Paste. Bin gespannt, wie die schmeckt. Ein paar Champignons, ein paar Zwiebeln, Spitzkohl oder Hähnerkohl, in dem Fall Spitzkohl, Frühlingszwiebel, eine Zucchini. Und hier habe ich Rinderfilet von ein paar Wochen oder einen Monat habe ich mal Rinderfilet gemacht. Und da sind die Spitze und der Kopf. Ansonsten geht Hähnchenbrust oder Roastbeef, das was ihr da habt. Ihr müsst nicht unbedingt Rinderfilet nehmen und wir werden das Ganze gleich erstmal klein schneiden. Und ja, fangen wir mit den Pizzen an. Ich werde das so ein bisschen getrennt in Schälchen machen, damit wir das auch alles scharf anbraten können. Die Champignons viertel ich und dann schneide ich ein bisschen schräg runter. Man kann die auch so lassen und ein bisschen größer schneiden. Ja, ich werde wahrscheinlich so machen. Also nicht viertel, und weil das wird, besonders die Pilze, die gehen ziemlich gut ein. Und ja, Pilze schneide ich und dann werde ich das zusammen mit den Shiitake-Pilzen in eine Schüssel geben. Ja, Spitzkohl und die Zucchini werde ich auch in eine Schüssel gemeinsam reintun. Spitzkohl müssen wir auch ein bisschen, ja, einfach so, sag ich mal, Streifen schneiden. Und ja, die Zucchini, das war eine große, also ich habe halbe genommen, aufschneiden, vierteln und dann einfach runterschneiden. Und nachdem wir das auch haben, machen wir noch die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln. Das kommt separat auch in eine Schüssel, damit wir immer eine Handvoll entweder zum Fleisch dazugeben können beim Anbraten oder zu den Gemüse oder zu den Pilzen. Und eigentlich ganz schnell vorbereitet. Die Frühlingszwiebel ja einfach runterschneiden. Und als allerletztes noch das Rinderfilet. Ja, das ist noch ein bisschen gefroren. Und zwar, das verläuft ja so. So gegen die Faser schneiden. Und dann einfach Streifen. Jetzt nicht zu dünne Streifen beim Rinderfilet, damit das nicht zu trocken wird. Und ja, eigentlich jede Menge Fleisch. Ja, wird auf jeden Fall eine ordentliche Portion. Das Ganze werden wir in einem Dutch Oven machen. Einen Wok habe ich nicht für die Kohlen. Und ja, wird auch wahrscheinlich funktionieren. Und ja, Leute, wir haben alles geschnibbelt innerhalb von 10 Minuten. Und jetzt werden wir erstmal das Fleisch anbraten, dann die Pilze, dann Zucchini und Spitzkohl, zum Schluss die Nudel durchziehen und dann alles zusammenfügen und fertig. Und was wir dazu brauchen, ist eigentlich nur einen heißen Topf, Wok, Pfanne, in meinem Fall Dutch Oven. Ja, Leute, wie habe ich vor, meinen Dutch Oven heute zu betreiben? Mache ich auf diesen kleinen Go Anywhere Grill und nicht sonst wie immer in diese Eisenpfanne. Wieso? Weil wenn ich die Kohlen hier rein tue, da kommt zwar Sauerstoff rein, aber nicht genügend, dass sie die maximale Leistung entwickeln. Da werde ich mir was bauen. Es gibt ja extra solche für Dutch Oven Halterungen und alles mögliche, aber ich mache mir was selber. Und deswegen mache ich das hier. Hier haben wir einen Zug von unten und wie Kamineffekt. Und ja, dadurch haben wir viel, viel höhere Heizleistung.
Ich habe schon ausversucht, der steht hier bombenfest. Egal wie ich den drauf stelle, er fällt auf jeden Fall nicht runter. Die Füße gehen nicht da durch, also perfekt. Jetzt lassen wir den einmal richtig heiß werden. Dann mache ich da Rapsöl rein, weil es ja gut Hitze verträgt. Und dann werden wir anfangen anzubraten. Ja, ich glaube, der Dutch Oven ist jetzt gut vorgeheizt. Und jetzt verteile ich hier mal unser Fleisch. Dass wir erstmal scharf anbraten und dann würzen. Ja Leute, das ist hier schön am Brutzeln. Ich habe hier sogar das Gitter jetzt rausgenommen, damit das noch einmal tiefer kommt, damit wir noch mehr Hitze haben. Ist jetzt, ja, bin ich eigentlich noch mehr zufriedener. Kommt eine Handvoll von den Zwiebeln. Dann ein kleiner Teelöffel von unserer Chili-Paste. Und dann etwas Salz und Pfeffer, werden nochmal zum Schluss gut abschmecken. Salz, Pfeffer und dann einmal umrühren, nochmal ein bisschen anbraten, rausnehmen, die andere Hälfte Fleisch anbraten und dann machen wir weiter mit den Pilzen. Ja, das Fleisch ist fertig und jetzt legen wir mit den Pilzen los. Wir brauchen den Dutch Oven nicht irgendwie großartig zu säubern. So, die braten wir genauso an, dann kommen da Zwiebeln, die Paste und Salz und Pfeffer. Dann geht's weiter. Ja Leute, so sehen unsere Pilze aus. Haben eine richtig schöne Bräune gekriegt. Also riechen schon fantastisch, obwohl da noch nichts dran ist. Jetzt kommt dann die Zwiebel. Und wieder immer etwas von der Chili-Paste. Ich habe schon das Fleisch probiert, das ist wirklich sehr würzig durch den Knoblauch und die ganzen Sachen, die da drin sind. Rosmarin zum Beispiel. Und jetzt kommt schon wieder ein super Duft entgegen von der Chili-Paste. Und hier einmal umrühren, vielleicht ein, zwei Minuten noch drin lassen, rausnehmen und dann Spitzkohl und Zucchini rein. Und ja, jetzt kommen, wie gesagt, Spitzkohl und Zucchini. Die Zwiebel mache ich jetzt sofort auch mit rein und das lassen wir jetzt auch ein bisschen anbraten. Und dann werden wir nur noch die Nudeln reinschmeißen und alles wieder zufügen. Ja, der Spitzkohl und die Zucchini, nach 5 Minuten haben auch schon etwas Farbe angenommen. Gefällt mir. Jetzt machen wir keine Paste mehr rein, nur Salz und Pfeffer. Und dann vielleicht nochmal 3-4 Minuten und rausnehmen. Wieder heiß werden lassen, den Dutch Oven, und dann kommen da die Nudeln rein. Und ja, ich hoffe, man kann noch was sehen. Es wird langsam dunkel. Und jetzt, wie gesagt, die Nudeln ein bisschen warm machen. Da mache ich wiederum etwas von der Paste und wir haben schon ein Viertel von dem, nicht mal ganz weg. Dann kommt da schon mal Salz, Pfeffer. Und gleich, wenn die heiß sind, kommen da alles andere rein, was wir gerade eben noch angebraten haben. Ich mache jetzt Teriyaki-Soße, ihr könnt auch Sojasauce nehmen. Das beschleunigt das Ganze ein bisschen. Und ja, nach ein paar Minuten werden wir uns gleich sehen. Die Nudeln sind heiß und geschmacklich, habe ich probiert. Gut. Also kommen hier unsere Pilze rein. Jetzt werden wir alles zusammenmischen. Fleisch ganz zum Schluss, dass es ein bisschen warm wird. Aber nicht so weiter gerade. Die Zucchini sind auch noch heiß. Und das Spitzkohl also einmal umrühren. Und ja, jetzt kommt noch das Fleisch hinein. Da ist noch ein bisschen die Soße von dem Fleisch. Ich werde es etwas noch nachsalzen. Ansonsten würde ich sagen, ist okay. Noch ein, zwei Minuten andünsten, reinnehmen, probieren. Und ja Leute, ich habe schon mal angerichtet, einfach in eine
in einen Teller. Und ich habe das probiert. Ja, Salz, Pfeffer ist perfekt. Aber ich mag das wirklich sehr scharf. Und das hat gerade noch angenehme Schärfe. Und nicht so, dass man sagt scharf, scharf und was man sonst noch isst, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich mag das wirklich scharf. Aber ich koche das ja nicht für mich alleine, deswegen man kann jetzt ein bisschen was dazu geben. Und ja, ich versuche euch jetzt mal zu sagen, wie es schmeckt. Hier habe ich Nudeln und ein bisschen Spitzkohl und ein Pilz. Ja, leicht scharf, also was heißt leicht scharf, jetzt etwas schärfer. Die Nudeln haben Biss durch die Teriyaki-Soße, Sojasauce, die Würze, die man kennt. Und ja, hier irgendwo hatte ich noch einen Shiitake-Pilz da zum Beispiel. Und die, obwohl die getrocknet sind, ja, richtig, ja, die schmecken einfach gut, die haben Biss. Und jetzt kommen wir zu dem Fleisch. Und jetzt ist das etwas schärfer geworden. Und das Fleisch habe ich schon die ganze Zeit schon gegessen. Das ist wirklich, das ist noch ein bisschen rosa. Aber das ist so zart. Man, ja, ich habe da bestimmt 6 Stücke gegessen. In der Zeit, wo ich das Ganze gemacht habe. Ja, kann man das ein Asia-Gericht nehmen? Keine Ahnung. Aber es schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch hat das einigermaßen gefallen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal.